Hallo, ich möchte ein bisschen was zur Gestaltung von hybriden Tagungen erzählen und erklären, wie man den digitalen Graben überbrücken kann. Ich habe diesen Vortrag schon mal bei der Auftakttagung des ISASA-Verbundprojekts gehalten. Da hat das aber mit der Aufzeichnung nicht so richtig funktioniert. Deswegen halte ich den jetzt nochmal ungefähr so, wie ich ihn da gehalten habe, praktisch real life. Das war am 1. April, ist trotzdem nicht als Aprilscherz zu verstehen. Die Tagung war nur einfach an diesem Tag. Ein paar Worte vielleicht zu Beginn zu dieser Tagung. Das war die erste große Hybrid-Tagung an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, die Jahrestagung der Sektion Organisationspädagogik, mit der ich ansonsten aber nicht viel zu tun habe. Ich habe mich einfach nur ein bisschen mit um die Technik gekümmert. Diese Tagung ging insgesamt 3 Tage inklusive einer kleinen Präkonferenz. Es gab ungefähr 100 Teilnehmende, davon eben ungefähr die Hälfte vor Ort, die nenne ich mal Roomies, und etwa 50 weitere Personen, die eben nur per Videokonferenz zugeschaltet waren. Da das tatsächlich auch per Zoom stattfand, nenne ich die auch einfach mal Zoomies. Es gab dann ein Plenum, das in einem Hörsaal stattfand. Das war auch sozusagen der Zoom-Hauptraum. Und dann gab es noch 5 kleinere Foren, in denen eben so ja, Diskussionen stattfanden. Und die fanden dann im virtuellen Raum eben in Breakout-Sessions statt. Also alles in einem großen Zoom-Meeting. Zoom, wie schon gesagt, als Videokonferenz-Software. Und dann gab es zur Ausstattung der Räume verschiedene Videokonferenz-Hardware-Systeme, Raumkameras und Raummikrofone und so. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und wer nochmal irgendwie Sachen zu dieser Tagung nachlesen will, findet die auf dieser Internetseite. Gibt es mit Sicherheit auch ein paar Fotos und weitere Infos. Die Hauptschwierigkeit, wenn man so eine hybride Tagung gestalten will, ist eben, wie schon im Titel angeklungen, den digitalen Graben, den Hybriditätsgraben zu überbrücken. Also wenn 2 Personen in Präsenz sind, dann können die sich natürlich problemlos miteinander unterhalten und sprechen und sich austauschen. Genauso, wenn 2 Leute online zugeschaltet sind, dann funktioniert der Austausch und die Kommunikation da eben über das Videokonferenzsystem auch echt problemlos. Die Schwierigkeit ist eigentlich eben dieser Hybriditätsgraben dazwischen. Also wie können Personen, die online zugeschaltet sind, wie können Zoomies mit den Roomies sprechen und sich austauschen und wie funktioniert das umgekehrt? Und ja, dafür muss man sich ein bisschen Technik eben vor Ort hinstellen und sich Sachen geschickt überlegen. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten. Erstmal ist Audioqualität wichtiger als Videoqualität. Man kann das beste Videobild der Welt haben. Wenn die Leute einfach nicht verstanden werden, dann nützt das alles nichts. Also auf das Videobild kann man zumindest zeitweise auch mal ganz gut verzichten. Wenn 1 Minute das Audio weg ist, dann ist so eine Diskussionsrunde eigentlich sozusagen an der Stelle tot. Und die zweite Sache ist, gutes Licht schlägt eine gute Kamera. Man kann auch die beste Kamera der Welt dahinstellen, wenn die dann gegen Licht zum Beispiel filmen muss, dann kann die da auch kein gutes Bild draus machen. Also man muss ein bisschen schauen bei der Platzierung der Kameras in den Räumen, dass man das natürliche Licht, was da zum Beispiel von Fenstern kommt, ein bisschen mitnutzt. So, dann sind hier ein paar Fotos. So sah eben das Plenum aus. Das ist der Hörsaal 6 an der Otto-von-Guericke-Universität. Da sieht man, da gibt es zumindest schon mal einen großen Beamer vorne. Es gibt so ein Pult. Der Raum hat so, ich weiß nicht, so um die 150 Plätze. Dann haben wir hier noch eine Kamera hingestellt, weil wir diese Keynote nochmal aufzeichnen wollten. Und dann gibt es hier ganz oben an der Rückwand jetzt nicht zu sehen, eine Raumkamera, ein Logitech Rally-System, was eben diesen ganzen Raum filmt. Und die Standardansicht so in etwa ist die, die jetzt hier auch schon mal auf dem Beamer gezeigt ist. Dann haben wir hier einen Laptop hingestellt, auf dem dann die Präsentation des Vortragenden lief und über den dieser Raum auch in die Videokonferenz eingebunden war. Für den Ton gibt es hier die beiden ganz normalen Hörsaalmikrofone. Die klingen allerdings nicht sonderlich gut, deswegen hatte ich die hier nochmal erweitert durch diese 2 kleinen Sender, die hier oben nochmal dranhängen. Das ist ein Holland Lark 150 Zweikanal-Funkansteckmikrofonsystem und der Empfänger davon, der ist hier zu sehen, der ist dann einfach per Klinkenkabel an diesen Laptop hier angeschlossen. Das ist die Ladeschale dazu und dann kommt das Kamerabild dieser Logitech Rally-Kamera, das kommt hier über ein USB-Kabel rein. Und das Bild von diesem Laptop, wo man dann zum Beispiel die Videokacheln der Zoomies sieht, und die Präsentationsfolien der sprechenden Person hier im Raum, die gehen dann per HDMI-Kabel an den Beamer. Und das
zweite Mikrofon oder dritte Mikrofon, wenn man so was hier noch steht, das war einfach ein Backup für diese Videoaufzeichnung. Wir wollten einfach ganz sicher sein, dass diese Keynotes aufgezeichnet werden. Deswegen haben wir die sozusagen mehrfach redundant in Zoom über die Hörsaalaufnahmetechnik, über eine weitere Kamera und so aufgenommen. So viel zur Technik im Plenum. Hier sind noch mal ein paar Infos, wenn man die nachlesen will, zu diesem Logitech Rally oder Rally, wie auch immer man das ausspricht, Videokonferenzsystem. So sieht diese Kamera aus, so eine klassische Pentel-Zoom-Kamera, die man eben über eine solche Fernbedienung recht fummelig hin und her schwenken kann, aber eben immerhin, die hat auch einen ziemlich guten optischen Zoom. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich eine Kamera, die für kleinere oder mittelgroße Besprechungsräume ausgelegt ist. Für so einen Hörsaal ist die eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen unterdimensioniert. Man kann die dann nicht so weit ranzoomen, dass man eben zum Beispiel nur so ein Porträt der sprechenden Person sieht. Auf die Entfernung ist da mindestens immer die ganze Person drauf, was aber irgendwie auch okay ist. Zumindest kann man sie im Hörsaal hin und her schwenken und kann auch mal verschiedene Kameraeinstellungen damit zeigen. Und im Normalfall hat diese Kamera eben so ein Raummikrofon. Das funktioniert natürlich in so einem großen Hörsaal überhaupt gar nicht. Deswegen ist es da dann in dem Fall ein bisschen anders gelöst. Okay, wie sah die Technik in den Foren aus? Es gab, wie gesagt, 5 Foren. In 4 Foren hatten wir so ein Logitech Group System. Das ist auch eine Pentel-Zoom-Kamera, die man über eine Fernbedienung über ein so ein weiteres Kontrollpanel hier über so eine Steuerung halt zoomen und hin und her schwenken kann. In diesem Steuerungsgerät hier ist auch gleichzeitig ein Raummikrofon und ein Lautsprecher drin. Was an dieser Group-Kamera recht nett ist, man kann da über so Tastenpositionen voreinspeichern, also zum Beispiel sagen, Position 1 ist immer ein Zoom auf die sprechende Person vorne, Position 2 ist irgendwie so eine Totale des Raumes und da kann man recht schnell per Knopfdruck zwischen diesen Kamerapositionen eben hin und her schalten. Und dann gab es in jedem Forum 2 Laptops, ein Laptop, über den die Videokonferenz lief und über den auch die Folien des Workshops oder des Vortrags oder der Diskussionsrunde, was auch immer da stattfand, dann eingespeist wurden und über den auch die Videokacheln der Zoomies dann vorne an dem Beamer angezeigt wurden. Und es gab in jedem Forum, in jedem Raum noch einen zweiten Laptop rein für die Moderation, um zu schauen, ob das alles läuft, um sich im Hintergrund auszutauschen, um zum Beispiel Fragen im Chat zu beantworten, sodass man dann diese ganzen Sachen, die da noch parallel stattfanden, eben nicht parallel vorne auf dem Beamer, auf der Anzeige sah. Und dann gab es einen weiteren Forenraum, der war mit einem anderen Videokonferenzsystem ausgestattet oder mit einer Videokonferenzanlage, wenn man das so nennen will, eine Owl-Kamera, zu Deutsch Eule, sieht auch ein bisschen so aus wie eine Eule, hatte ich tatsächlich vorher auch noch nie gesehen, ist ein ganz interessantes System, das hat die Kameralinse hier oben, so ein bisschen wie ein Fischauge und die nimmt eben eine 360-Grad-Perspektive des Raumes auf. Die sieht man dann im Kamerabild oben als so einen Streifen, als so ein Panorama und dann schwenkt sie, zoomt sie automatisch auf Personen ran, die sie erkennt. Das funktioniert ohne Masken besser als mit Masken. Sie versucht sich, glaube ich, auch ein bisschen an dem Ton zu orientieren. Das hat wohl so semi funktioniert. Man kann dann eine App herunterladen und über die App kann man dann die Steuerung über die Kamera übernehmen und diesen Auto-Personenverfolgungsmodus überschreiben und dann funktioniert es wohl auch besser mit der manuellen Steuerung. Aber auch in diesem Raum gab es eben 2 Laptops, einen für das Videokonferenzsystem, für die Anzeige und einen zweiten Laptop für die Moderation. Dann hatten wir noch ein paar weitere von diesen Holyland Lark, das ist mal eine Großanzeige davon, 2-Kanal-Funk-Ansteckmikrofonen als Backup, falls irgendwas mit den Raummikrofonen nicht funktionieren sollte. Die haben aber erstaunlich gut funktioniert, sodass das wirklich nur so eine Backup-Lösung war an der Stelle. Ja, dann gab es in dem Plenum halt 2 Keynote-Vorträge. Das ist natürlich so ein Format, wo eine Person relativ lange spricht und dann gibt es im Anschluss so das typische Q&A, ein paar Fragen. Für die Fragen gab es dann eben eines dieser Mikrofone zum im Raum herumgeben. Da bin ich dann mit diesem Mikrofon ein bisschen rumgelaufen. Und bei der zweiten Keynote habe ich dann auch einfach mein
Handy, mein Mobiltelefon, ich habe es jetzt hier leider nicht bei mir liegen, auch nochmal in Zoom eingebunden als eine zweite Kamera und bin dann einfach mit dem Mobiltelefon als Kamera im Raum herumgelaufen, um die Leute, die Fragen stellen, nochmal ein bisschen größer zu zeigen für die Zoomies. Und dann waren die natürlich auch so als kleine Kamerakachel nochmal hier vorne zu sehen, sodass man sie im Raum vielleicht auch nochmal ein bisschen besser sehen konnte. Das hat auf jeden Fall relativ problemlos funktioniert. Manche Vortragende haben auch einfach ihren eigenen Laptop nochmal vorn hingestellt, dann haben wir den noch mit in die Zoom-Konferenz eingebunden und haben darüber halt die Bildschirmfreigabe gemacht. Das funktioniert auch recht problemlos. Nichtsdestotrotz, die Videokonferenz lief eben immer über diesen einen festen Laptop, sodass man da nichts dran rumändern musste an den Kameraeinstellungen, an den Toneinstellungen und so weiter und so fort. Was mir dann im Nachgang so aufgefallen ist, eigentlich wäre es eben schöner, diesen Laptop, mit dem man ja auch das Bild, was jetzt hier vorne angezeigt wird, kontrolliert, wenn man ihn eigentlich so ein bisschen an die Seite stellen würde, also dass man da auch mal nicht immer mitten aufs Podium auf die Bühne laufen muss, um zum Beispiel mal irgendwie eine Chatmeldung wegzuklicken, oder irgendwie ein Kamerabild hin und her zu schieben, was dann vielleicht doch irgendwie einen wichtigen Teil der Folien verdeckt. Leider sind aber natürlich die Anschlüsse für diesen Laptop hier direkt am Pult. Also wenn man jetzt den Laptop hier an die Seite stellen wollen würde, was eigentlich besser wäre, müsste man diese Anschlüsse verlegen oder verlängern. Das ist dann tatsächlich auch ein bisschen unpraktisch. Aber ja, so im Großen und Ganzen funktioniert das schon ganz gut. So sah dann mal eines dieser Foren im Betrieb aus. Man sieht hier eben die Roomies im Raum, man sieht die Zoomies über die Kamerakacheln, über die Videokacheln. Hier ist das Raummikrofon. Die Raummikrofone funktionieren tatsächlich sehr gut. Hier ist jetzt eben die Kamera. Diese alten Overhead-Projektoren eignen sich fantastisch als Kamerauntersatz und Kameraerhöhung. Und hier ist mal noch ein zweites Bild. Hier sieht man dann eben auch die Zoomies, man sieht die Bildschirmfreigabe, man sieht die Leute im Raum und hier mal jetzt eben diesen zweiten Laptop noch, der für die Moderation, für die Beantwortung von Fragen im Chat, hier sieht man auch, hier ist das Chatfenster nebenbei offen, hier liegt noch eine Fernbedienung rum, über diese Fernbedienung kann man eben auch die Kamera fernsteuern und im Raum hin und her schwenken und hier oben halt der Beamer. Wenn man das jetzt vielleicht mit noch ein bisschen mehr technischem Aufwand noch besser machen wollen würde, dann könnte man natürlich hier nochmal irgendwo einen zweiten Beamer hinstellen, wenn es denn noch eine zweite Projektionsfläche gäbe und diesen zweiten Beamer nur dafür nutzen, dort die Kamerabilder anzuzeigen, sodass man eben nicht das Problem hat, dass die Kamerabilder im Zweifel immer einen Teil der Folien verdecken oder man das irgendwie nebeneinander schieben muss, dann werden aber die Folien halt kleiner. Das ist ein sehr guter Beamer hier. Ich glaube, wir sehen gleich noch ein Bild von einem Forum hier. Da sieht man, dass der ist schon nicht, also ne, wenn der auf dem Handyfoto nicht überblendet ist, dann ist er nicht wahnsinnig lichtstark, dann sieht man den halt schwer. Das ist auch dann hier auf die Entfernung schon tatsächlich, sind die Kamerabilder sehr klein, sehr schwierig zu lesen. Also ein zweiter Beamer, eine zweite Projektionsfläche nur für die Kamerakacheln, das wäre total super. Und wenn dann die Person, die hier vorne steht und das Ganze moderiert und vielleicht spricht, die sieht natürlich die Kamerakacheln hier auch auf dem Laptop. Wenn man jetzt ein ganz, ganz, ganz tolles technisches Hybrid-Setup bauen würde, dann würde man nochmal auch eine Kamera, eine Projektion der Kamerabilder hinten hin ermöglichen, auf der Rückwand des Raumes oder nochmal vielleicht einen größeren Monitor oder einen Fernseher hinstellen, sodass man eben, ja, wenn man die Kamerakachel nicht auf dem Laptop sieht, sich als moderierende Person nicht immer umdrehen muss nach hinten, um zu gucken, was passiert denn da gerade auf den Kamerakacheln und dann in dem Moment eben nicht in den Raum schauen kann. Aber ansonsten, also zwei Laptops, Raum, Mikrofon, Raumkamera, ein Beamer ist auf jeden Fall so das Mindeste, was man braucht und was, womit man auch sehr gute Resultate trotzdem schon erzielen kann. Und hier ist noch ein weiteres Beispiel für ein Forum. Hier sieht man jetzt mal, hier ist die Bildschirmfreigabe dann eben ausgeschaltet, sodass man die Kamerakachel ein bisschen größer sieht und besser über den Hybriditätsgraben hinweg diskutieren kann und sich austauschen kann. So, ich habe noch ein paar Erfahrungen und ein paar Best Practices und ein paar Tipps einfach auf den folgenden Folien zusammengefasst. Also für die Technik. Es ist gut, einen Plan zu haben und ein Backup
und sozusagen Plan A, Plan B, Plan C, wenn Plan A nicht funktioniert, dann haben ist seliger als brauchen. Dann muss man nicht noch irgendwie 1000 Leute anrufen, um noch irgendwas zu borgen, sondern man macht irgendeine Kiste auf und da ist dann nochmal eine Kamera oder nochmal ein Mikrofon drin, kann das relativ schnell anschließen oder man hat es vielleicht sogar im Idealfall schon angeschlossen, schaltet einfach um in Zoom auf die andere Kamera und alles funktioniert wieder, wenn irgendwie die eine Kamera Probleme macht. Genau aus dem gleichen Grund ist es eben auch gut, zwei Laptops pro Forum zu haben. Wenn jetzt ein Laptop ausgefallen wäre, hätte man halt einfach den Moderationslaptop nutzen können für die eigentliche Videokonferenz. Hätte man halt keinen Laptop mehr für die Moderation gehabt, wäre auch okay gewesen. Ja, also eben der eine Laptop standardmäßig für die Präsentation am Beamer, für die eigentliche Videokonferenz, für die Folien, für die Kacheln der Zoomies. Der zweite für Support, für Kontrolle, für Moderation, für den Chat und so weiter. Und dann, wenn jetzt Leute noch mit in den Raum reinkommen und sagen, ich habe hier auch noch mal eine Bildschirmfreigabe und ich habe die nicht auf dem Stick oder ich habe da irgendwie Animationen drin, ich will ein Video zeigen, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Man kann natürlich beliebig viele weitere Laptops einfach in dem Raum mit in die Videokonferenz, in die Breakout-Session mit reinnehmen und darüber Bildschirmfreigaben machen, die dann die Roomies und die Zoomies natürlich perfekt sehen. Jeder weitere Laptop, der aber mit in den Raum reinkommt, muss unbedingt das Mikrofon deaktivieren, muss auch die Audioausgabe, den Lautsprecher deaktivieren und ausschalten, sonst hat man natürlich Rückkopplung im Raum. Deswegen ist es ganz wichtig, dass alles Audio, was rein und raus geht, eben für die Videokonferenz, alles über einen Laptop passiert. Dann ist so eine Erfahrung. Manchmal scheitert man an ganz einfachen und günstigen Sachen. Man kann nicht genug Dreierverteiler, USB-Verlängerung, HDMI-Kabel, Netzwerkkabel, was auch immer haben, weil da hat man immer zu wenig davon. Und dann kommt noch mal hier ein Laptop hin und da was und dann will man aber die Kamera dahin stellen, dann reicht das Kabel nicht, dann muss man es da ein bisschen verlängern und das Anschlussfeld für den Beamer ist irgendwo an der Wand, aber nicht da, wo der Laptop steht und so. Wir hatten auch ab und zu ein bisschen Probleme mit dem WLAN. Da kann es natürlich helfen, wenn man halt die Videokonferenz- und Moderationslaptops einfach per Netzwerkkabel verbindet, so es denn Netzwerkanschlüsse in dem Raum gibt, um einfach da auf der sicheren Seite zu sein. Ne? LAN vor WLAN nutzen. Dann war solche Erfahrung, dass die Beamer sich einfach nach x Stunden abgeschaltet haben, wahrscheinlich aus so einem Schutzmodus. Im Normalfall sind die ja für Lehrveranstaltungen eingestellt. Eine Lehrveranstaltung geht 90 Minuten oder 2 Stunden. Dann haben sich die Beamer halt einfach nach 4 Stunden oder 6 Stunden oder so abgeschaltet. Da musste man sie neu starten. Das dauerte ein paar Minuten. Das war aber auch okay. Und diese Logitech Rallye-Kamera im Hörsaal, auf höchster Zoomstufe ganz weit rangezoomt, neigte so ein bisschen zum Fokuspumpen. Also, dass der Fokus immer so ein bisschen schwimmt. Da musste man sie wieder ein bisschen rauszoomen. Dann ging es wieder. Da muss man halt schauen. Die ist aber auch nicht wirklich eben für so große Räume, für so Hörsäle gedacht. Dann waren noch so ein paar Kleinigkeiten. Also zum Beispiel sollte man die Zoom-Notifikation immer, wenn ja jemand in den Raum reinkommt oder aus dem Raum rausgeht, das berühmte Bing Bing, abschalten, weil das manchmal dann gerade in so einem Plenum nervt. Genauso E-Mail oder irgendwelche anderen Benachrichtigungen, die dann möglicherweise auf dem Laptop aufploppen. Dann ja, gab es manchmal Probleme mit, ich sag mal so Banalitäten. Irgendwie funktionierte die Bildschirmfreigabe nicht. Leute waren sich nicht sicher, wie sie die Folien von dem normalen Bearbeitungsmodus in den Vollbildmodus bekommen oder in diesen Präsentationsmodus, wie man in die Breakout-Räume reinkommt, die Breakout-Räume wechselt, wie man in Zoom von der Sprecheransicht in die Galerieansicht wechselt, wie man die Symbolleiste zum Beispiel ausblendet, wie man in das Chatfenster reinkommt und so. Das ließ sich aber natürlich alles relativ problemlos klären. Technik, Laptop nicht aufs Podium stellen. Dort sind aber leider die Anschlüsse, habe ich schon erklärt. Eine sehr interessante Sache für mich war, die Raummikrofone haben doch besser erwartet als gedacht. Mit den Mikrofonen ist es natürlich so, jedes Mikrofon ist erstmal besser als gar kein Mikrofon. Und jedes Mikrofon klingt so lange gut, bis man irgendwie ein Mikrofon daneben stellt, was noch besser klingt. Diese Logitech Group Mikrofone in diesen kleinen Räumen, in diesen Forenräumen haben aber tatsächlich relativ gut funktioniert. Und im Zweifel konnte man den Leuten halt sagen, pass auf, setz dich mal einen Stuhl näher ans Mikrofon, dann hört man dich noch mal einen Ticken besser und das funktioniert dann ziemlich gut. Ja, und ansonsten, wenn man was mit Funk ansteckt oder Funkmikrofonen hat, ist es halt immer gut,
pro Raum mindestens zwei zu haben auf dem gleichen Empfänger, sodass man die halt schon mal weitergeben kann an die nächste Person, die eine Frage stellen möchte, während die andere noch spricht und dann so ein bisschen Zeit spart, dass diese Diskussion einfach flüssiger stattfindet. Tragbare Hörsaalkamera für Fragen. Habe ich schon erklärt, kann man einfach ein Handy nehmen, im Zweifel auf einem kleinen Stativ, das man dann so mit sich rumtragen kann. Und was auch noch gut ist für die Leute, die mit in den Foren an diesen Support-Laptops saßen, wenn die so Kopfhörer oder In-Ear-Monitoring haben, um halt auch einfach mal aus dem Raum als Roomie in den Zoom-Raum reinzuhören, wie das denn gerade für die Zoomies klingt. Ne? Ist die Audioqualität okay von dem Raummikrofon? Kann man das alles gut verstehen und so? Und das kann man eben über den Support-Laptop, der auch mit in der Zoom-Konferenz in der Breakout-Session drin hängt, relativ gut machen. Ansonsten für die Moderation, Kommunikation ist key. Es ist wichtig, dass halt die Leute, die alle in dem Zoom-Hauptraum in den Breakout-Sessions sind, nochmal außerhalb von Zoom, zum Beispiel bei irgendeinem Messenger, gut miteinander vernetzt sind, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass man sich halt schnell austauschen kann, dass irgendwie schnell Hilfe dann zur Stelle ist und ein bisschen anschiebt, da wo gerade der Schuh drückt. Also einfach einen externen Chatkanal außerhalb von Zoom für Nachrichten und ganz zur Not eben ein Mobiltelefon halt. Also einfach klassisch anrufen und ansonsten kann man natürlich dafür letztendlich jeden Messenger der Welt nehmen, der irgendwie Gruppenchats ermöglicht oder Leuten Nachrichten zu schicken. Dann ist es total gut und hilfreich, wenn man so einen gut sichtbaren Zeitplan, Ablaufplan, was passiert wann und wo, einfach für alle immer zur Hand hat, dass allen glasklar ist, wie jetzt die nächsten 2-3 Tage halt eben so ablaufen werden, bei welcher Konferenz, wann wer wo sein muss, wann wie wo, welches Forum, welche Keynote und so startet. Genauso, wenn dann eben Sachen per Zoom stattfinden, dass allen die Zoom-Zugangsdaten klar sind. Das war sicherlich hier auch eine sehr weise Entscheidung, das alles über einen Zoom-Raum zu machen, dann die Foren in Breakout-Sessions aufzuteilen und nicht verschiedene Zoom-Meetings zu haben, wo man dann eventuell verschiedene Passwörter hat oder eben verschiedene Meeting-IDs und sowas. Mit einem Zoom-Raum und Breakout-Sessions funktionierte das sehr gut. Naja, und dann sind so ein paar Kleinigkeiten, wie macht man halt die Bildregie, wo setzt man den Fokus? Man lenkt natürlich, also dadurch, wo und wie man die Kameras hinstellt, so ein bisschen den Fokus für die Zoomies. Aus meiner Sicht wäre es eigentlich immer toll, mehrere Kameras pro Raum oder zumindest auch so bei dieser Keynote zu haben. Also vielleicht so eine totale von dem Hörsaal, vielleicht eine Ansicht des Podiums und der Bühne und vielleicht wirklich nur so ein Porträtfokus der sprechenden Person, sodass die Leute per Zoom diese Kamerabilder alle gleichzeitig empfangen, nicht notwendigerweise alle gleichzeitig sehen, aber sich selbst so ein bisschen den Fokus setzen können, was wollen sie sehen, wo wollen sie hingucken. Ansonsten ist es eben so, wenn man jetzt mit dieser Logitech Rally-Fernbedienung, die ich vorhin gezeigt habe, da so im Raum hin und her schwenkt, man ist immer so ein bisschen spät dran halt, ne? Also eine Person läuft vorne hin und her. Das ist auch so die Frage, wie man halt damit umgeht, ne? Es gibt natürlich Keynote-Speaker und Sprecherinnen, die stehen wie festgenagelt an einer Stelle, das ist überhaupt gar kein Problem, die zu filmen. Und dann gibt es andere, die laufen, die tigern die ganze Zeit so durch den Raum, dann fährt man die ganze Zeit da mit der Kamera hinterher oder zeigt eben nur eine totale. Das sind so Sachen, das sind aber Feinheiten, über die man sich dann unterhalten kann. So, und dann wäre halt noch eine solche Frage, wenn man so eine Hybrid-Konferenz, Hybrid-Tagung wirklich, wirklich gut machen will, ob man dann nicht vielleicht auch noch mal eine extra Moderation für die Zoomies braucht. Also die Zoomies kommen an, im Raum kommen natürlich auch die Roomies an, da gibt es ein Catering, die nehmen sich einen Kaffee, die laufen im Raum rum, quatschen miteinander. Die Zoomies würden vielleicht auch gern miteinander quatschen, aber die machen das natürlich nicht in dem Zoom-Hauptraum, weil man ja dann schon ihre Kamerakacheln auch einfach vorne irgendwie auf dem Beamer sehen würde und eventuell auch ihre Stimmen in dem Hörsaal hört und so. Also eigentlich müsste man halt, wenn man diesen
dieses Ankommen, dieses Smalltalk-Austausch auch für die Zoomies ermöglichen möchte, müsste man die halt vorher im Prinzip in Warteraum oder in eine extra Breakout-Session schicken und sagen, es gibt eine Breakout-Session für die Kaffeetrinker, es gibt eine Breakout-Session für die Teetrinker und dann können die sich da austauschen und dann holt die eben eine Zoom-Moderation genau dann rüber, wenn es auch im Hörsaal wirklich losgeht, wenn es vor Ort wirklich losgeht, wenn die Keynote-Präsentation, wenn die Begrüßung und so anfängt. Und dann haben die so ein bisschen so das gleiche Smalltalk-Erlebnis, können sich mit Peers austauschen und sitzen nicht einfach nur so stumm und passiv vor dem Monitor rum und warten darauf, dass es dann losgeht. Aber gut, vielleicht möchte man ja auch als Zoomie sich gar nicht so intensiv austauschen, vielleicht ist das auch nur ein Angebot, was wenige tatsächlich annehmen werden. Das ist sowas, was, glaube ich, die Erfahrung der nächsten Jahre zeigt, wenn man mehr solche Hybrid-Tagungen macht. Und im gleichen Sinne kann man sich natürlich darüber unterhalten, ob Wartemusik, Warteraummusik in dem Zoom-Meeting dann toll ist. Ich finde das immer gut. Man kommt halt in das Zoom-Meeting rein. Da ist schon mal so eine Folie. Herzlich willkommen. Man weiß, dass man im richtigen Meeting ist und man hört Musik, auch wenn da noch niemand spricht. Und dann weiß man schon mal, okay, da ist auch gerade Audio da, mein Lautsprecher funktioniert, meine Kopfhörer funktionieren. Das wird alles gleich ganz wunderbar funktionieren. So, und mit diesen Sachen sind auch Hybrid-Tagungen auf jeden Fall ein voller Erfolg. Nichtsdestotrotz brauchen wir weiterhin natürlich Präsenztagungen, denn bei Präsenztagungen kann man sich auf das Catering vor Ort verlassen und ist nicht auf sein eigenes Home-Catering im Homeoffice angewiesen. Das ist zumindest ein Vorteil, den ich weiter bei Präsenztagungen schätzen werde, auch wenn ansonsten die Teilnahme an Keynote-Präsentationen, an Diskussionsforen und an weiteren interaktiven Formaten auch bei Hybrid-Tagungen ganz wunderbar funktionieren kann.